Moin, moin und hallo! Hier ist der Yano Karo Tsuno mit Let's Play Terranigma. So, wir sind stehen geblieben in Liotto, in der lustigen Karnevalsstadt. Ja. So, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir machen zuerst hier dieses Spiel mit diesen Katzenholzständer-Dingern. Magst du Torten werfen? Magst du Torten werfen spielen? Was meinst du? Ja, nein, natürlich. Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach du. Okay, nochmal. Du musst nur mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Fang schon an. So. Wie ging das nochmal am besten? Überlege ich gerade. Mist, es hat jetzt nur einer erwischt. Okay. Ich will aber immer zwei auf einmal. Genau so. Der Typ steht voll im Weg. Ah, schaffen wir. Reicht da genau. Ah, okay. Jetzt noch die oben. Gut. Jetzt noch die an der Seite. Jeweils. Tada. Geschafft. Geschafft, du scheinst Katzen zu mögen. Ich mag Katzen. Nur zur Info, Junge. Zum Dank erhältst du einen meiner Lieblingssteine. Ein wahres Juwel. Da, 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 da. So. Jetzt lass mich mal raus. Boah, wir sind durch und durch gelaufen. Den Mädel da unten gehen wir noch aus dem Weg, das wir kennen. Ich habe den Namen gerade vergessen. Mailin, genau. Was haben wir denn hier oben? Hier oben haben wir Essen. Magst du Lust auf mexikanisches Essen? Lecker. Nur 10 Taler pro Spezialität. Tacos, Nachos, Mezcal. Tacos. Tacos sind ein feuriger Hackfleisch-Snack. Lecker. Schmeckt doch lecker, oder? Ich will noch mehr. Nachos. Nachos isst man mit Chili und Tabaksoße. Tabasco-Soße, nicht Tabak. What the fuck? Was soll Tabaksoße? Schmeckt doch lecker, oder? Ja. Und hast du Lust auf? Ja, habe ich. Mezcal. Mezcal ist ein Kakteenschnaps. Er lässt dein Herz verschlagen. Wow, tut's wirklich. Wow. Schmeckt doch lecker, oder? Wow. Was haben wir hinten? Ah, die ganzen geheimen Zutaten. Wir werden den Laden plündern. Warum hängen da Fische? Egal. Wir fragen besser nicht. Da hängt auch außerdem einer. Was machst du hier? Weiter oben steht die Lieblingsstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunde verbracht. Nein, keine Eiscreme. Melone auch nicht. Was haben wir hier? Hier hätten wir ein leeres Haus. Nein, eine Frau mit einem Affen. What the fuck? Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Ah, ich kann da nicht ansprechen. Das ist traurig. Ich möchte wieder die Fähigkeit haben, mit Tieren sprechen zu können. Das war toll. Mit Tieren und Pflanzen. Eine Frau. Mein Mann ist Fischer, aber zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagt, es hängt mit der Erscheinung der nächsten Insel zusammen. Aha, okay. Das wird mir jetzt auch voll was sagen, so als ganz fremder Tourist. So, sprechen wir... Nein, da ist noch ein Haus. Ne, da waren wir, glaube ich, schon mal. Da waren noch die 4 Tossen drin. Ne. Das war in einer anderen Stadt. Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist kurz und man soll nur das tun, was auch Spaß macht. Ja, das sollte man. Deswegen sitze ich auch hier. Anstatt dass ich jetzt draußen bei diesem scheiß Wetter wäre. Ja. Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Nein. Was soll das denn sein, Fußball? Das weißt du nicht. Unfassbar. Glaubt einfach mal ja. Obwohl ich Fußball hasse. Ich spreche nicht mit Leuten, die keine Ahnung haben. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr umstimmen. Ah, hier. Slam, Korb in deinem Zimmer umgeschmissen. So, jetzt nochmal vielleicht. Ich spreche nicht mit Leuten. Ach, leck mich. Hier, ich klaue deinen Ball. Ja. Warum kann ich den kleinen Jungen nicht einfach bestehlen? Das wäre sinnlich irgendwo bla. Ja. Hey, hallo Katze. So, sprechen wir jetzt mal mit Mailin an. Endlich habe ich dich wieder. What the fuck? Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr alleine. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Ich weiß nicht.
Bei mir bleiben, für immer, nun ja. Wir beide allein in dieser fremden Stadt. Wie romantisch. Das Hotel... Ich sollte ihr, glaube ich, eine eigene Stimme geben, aber ich habe... Ich bin leider leicht erkältet, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt so eine weibliche Stimme versuchen zu machen gut wäre für meinen Hals. Wir probieren es mal. Wie romantisch. Das Hotel hat ein Doppelzimmer. Toll. Und für den Einsatz habe ich jetzt versucht, eine weibliche Stimme aufzulegen. So, jetzt müssen wir hier hinter. Oh, wie romantisch. Tada, Musikwechsel. Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Totaler Quatsch. Es geht so. Was nehme ich? Einfach so, ja, ja, okay, oder so. Ist ja totaler Quatsch so. Ja, es geht so, totaler Quatsch. Totaler Quatsch. Schwachsinn im Quadrat. Was? Schwachsinn im Quadrat? Was ist das für ein... Wow. Psst, sei still. Arg, du bist wohl nicht besonders romantisch. Ich schon. Ich glaube fest daran. Hör mir zu. Es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gerne mag. Dieser jemand bist du, Arg. Und wenn ich schon jemanden liebe... will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Werde dir über deine Gefühle klar, Arg. Wow, das war gerade überhaupt nicht wie so eine fette Aufforderung, dass wir sie lieben müssen, ne? Weil sie so fett, wenn ich jemand liebe, dann muss er meine Gefühle erwidern. Ja, so klang das in meinen Ohren. Was machst du hier? Weiter oben steht hier, ja toll. Das hat uns schon ein anderer erzählt, was steht hier. Ich kann Shit nicht lesen, toll. Ich kann nicht lesen. Gut, raus aus der Stadt. Ach nein, wir müssen ja, glaube ich, pennen gehen. Okay, nochmal zurück. Du, ich bin hier aus der Stadt draußen gewesen. Hallo, du, der, Und jetzt lassen wir uns wieder von diesem kleinen Mädchen hier bedienen. Linkes Zimmer war es doch, oder? Ja. Yep. So, und dieses Katzenplüschtier, was da auf dem Regal ist, das hätte er mit ins Bett nehmen sollen. Das war bestimmt schön fluffig, weich und ich, ja, kein Plan. Die Schlafsequenz ist immer so nervig, finde ich. So, es ist jetzt hoffentlich Nacht. Feiern in der Nacht, das wird bestimmt toll. Es ist wirklich Nacht. Boah, das sieht cool aus. Okay, das haben die Macher echt geil gemacht. Hier sieht das Nachtleben voll cool aus, sollte ich die... in Klammern Beleuchtung, die gar nicht vorhanden ist, wirkt die Stadt noch so wach. Das hat was. Das hat was. Okay. Und hier hoch. Arg? Arg? Unsere Melina. Keine Sorge. Der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Arg, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Christa. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Arg. Tja, ich wäre auch ohne mich einsam. Weil dann wäre ich ja alleine. Ich möchte mit dir zusammen sein, Arg. Aufgelöst. Arg, ich liebe dich bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Arg, dein Herz ist bereits vergeben, aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Da rennt sie heulend weg. Haben wir doch super hinbekommen, oder, Statua? Was sagst du? Mit mir, wenn ich jetzt die Stelle so sehe, das sieht irgendwie voll aus wie hier, in... heißt der Ort Rio de Janeiro? Ich habe keinen Plan, irgendwo in... Ihr wisst schon wo, ich meine, diese... Oben auf dem Berg, diese gigantische Jesus-Statue, irgendwie erinnert die mich gerade an diese Statue. Ja. Gut.
Und komischerweise ist es wieder Tag. Wir haben eine ganze Nacht lang da oben jetzt mit zwei Personen, die voll fett in uns verknallt sind, gequatscht. Ja, das hat sich ja schon fast gelohnt. Wir haben nicht eine von beiden ins Bett bekommen. Also, wir haben da wirklich was falsch gemacht. Tja. So, ich würde meinen, das war's jetzt in der Stadt. Dann sind wir hier fertig. Und wo müssen wir jetzt hin? Ich habe keinen Plan. Hier runter, was haben wir hier unten? Hier unten haben wir Wälder. Ey, wo bringst du mich hin? Switcher Fieb. Fieb Fieb Tralla? Switcher Pieps oder Switcher Pieps? Ich werfe Switcher Pieps. Switcher Pieps. Switcher Fieb. Switcher Fiebla. Switcher Fieb. Ah, okay, nimmt uns mit. Wo bringt er uns jetzt eigentlich hin? Was ich außerdem sehr schade finde, dadurch, dass man die Fähigkeit verloren hat, mit Tieren und so zu reden, dass wenn man jetzt zurück in den, hier Dings geht, Afrika, das war glaube ich Afrika, nein, oder? Doch, ich weiß es nicht mehr, dort, wo man halt die Löwen und so in der Savanne geholfen hat, das war nicht Afrika, egal. Ja, wo man halt die Löwen geholfen hat, den Kleinen, den, der liebe Crazy damals für den gesprochen hat und so weiter, dass die mit einem nicht mehr reden können. Ist eigentlich schon sehr schade irgendwo. Und ich glaube, wir kommen da. Ja, wir kommen da in diese Stadt. Wald, was es auch immer ist. Hallo, wir sind am Nordpol. Oder? Sind wir es? Sieht fast so aus. Da ist eine Höhle. Höhle. Schnee, Schnee. Ich finde nicht kalt ist. Wir gehen mal in die Stadt. Pinginea. Ey, anhalten. Oh. Eine Stadt voller Pinguine. Glub, glub, sieb, glub. Könnten wir auch nur noch mit Tieren reden. Dann würden wir sie verstehen. Oh, Kristall. Clown. Hi. Abgezockt. Und was soll das darstellen? Okay. Oh, die Einrichtung sieht toll aus. Die gefällt mir. Das ist alles so pinguinartig. Pinguine sind toll. Glub, sieb, glub. Das ist so eine tolle Sprache. Glub, sieb, glub, 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 glub. Das wollte ich nicht. Das hat er von alleine gemacht. Tut mir leid. Oh Mann, ey. Arg, du Idiot. Du klaust dir kleine Pinguine. Ich will nochmal was von der Sprache hören. Glupsi glups. Sagst du auch was anderes? Glupsi glups. Und? Glupsi. Einfach nur Glupsi. Lässt uns nicht dein. Das. Ja, geschafft. Da ist ein weiblicher Pinguin drin. Glupsi, blub, blupsi. Wie ich auf diese Sprache stehe, die ist ja geil. Und die Einrichtung, oh nein. Das ist ein toller Ort. Pinginea, hier will ich wohnen später. Das Bild dann da, dort an der Wand haben wir gerade mal voll übersehen, bitte, danke. Es gibt noch keine Pinguin-Pornos. Ey, cool, der malt. Die andere. Auf einer Wiese, aber das ist voll unlogisch. Glupsi, glups. Glups, Pipi. Wie das Pokémon, Pipi. Ja, gut. Was haben wir hier da, die letzte? Und dann gehen wir hier weg. Einfach nur ein einzelner Teekessel. Und da ist schon wieder dieses Bild. Egal, raus hier. War eine schöne Stadt. Wirklich. Ah, oh, jetzt bin ich wieder reingerannt. Okay, ich finde die einfach zu toll. Die Stadt hat irgendwie was. Was ist das? Das ist Eis. Oh, hier können wir kämpfen, das blöde. Hier gibt es keine Monster. Weil hier ist einfach nur eine Truhe, die gibt uns. Boah, fast 1000 Taler. Als ob wir es nötig hätten. Wenn man mein Geldstand betrachtet, seitdem ich das eine Mal gelevelt habe. Puh. Ah, der ist schon gewachsen. Der Level. Nicht der Levelstand, der. Hier. Wie heißt's? Genau, Taler. Die Währung. Unsere Geldbörse ist größer geworden. So, ich würde meinen, kurz nachdem wir gelandet sind, würde ich den Part erstmal beenden, weil ich möchte ja Überlänge und so verhindern. Habe ich schon eigentlich erwähnt, dass wir schon fast mehr als die Hälfte des Spiels hinter uns haben? Naja, so schnell kann es gehen. Obwohl ich eigentlich recht lange für das Projekt inzwischen brauche. Wenn man jetzt mal überlegt, andere. Zum Beispiel Crazy, der hat glaube ich nur 28 Parts gebraucht und ich bin jetzt bald beim 40. Ah, ich lasse mir halt viel Zeit bei dem Spiel, keine Ahnung warum.
Okay, dann würde ich meinen, ich bin der Yano Karutsuno. Das war Let's Play Terranigma und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss, tschüss.